Willkommen zurück zu Headland. Ja, wir spielen noch einen dritten Part. Ich habe es beschlossen. Die ersten beiden haben euch Spaß gemacht. Deswegen habe ich gedacht, hey, komm, weißt du was? Yeah, spielst du weiter. ja, ich spiele weiter. Und habe hier die hoffentlich perfekte Waffe dafür. Nase juckt, direkt am Anfang. Ja, ich glaube, wir gehen direkt ins nächste Level, würde ich sagen, oder? Ich glaube, wir haben ja keinen Schlüssel. Dann können wir direkt ins nächste Level gehen und uns nochmal angucken, ob die Level vielleicht auch anspruchsvoller werden. Nicht, dass es nicht schon anspruchsvoll genug gewesen ist für einen Toffee, aber bei mir ist ja schon ein sehr, sehr großer Anspruch, wenn man mir drei Gegner vorsetzt, die ich besiegen muss. Das reicht mir meistens schon. Mehr schaffe ich nicht. Und was ist das da? Rettung der Köppe. Der Köppe? Ein bisschen norddeutscher Begriff, oder? Köppe? Wenn das jetzt Köpfe sein soll, das ist doch der norddeutsche Begriff. So ein bisschen eingenorddeutscht, oder? Köppe? Fischkopf, sagt man doch auch so. Aber dann muss ich das ja auch im norddeutschen Dialekt so sagen, du, ne? Sieh auch, Fischkopf, du. Übrigens, danke für den Hinweis. Troplay hat mich zu dem ersten Video darauf hingewiesen. Es gab gar keinen Bug. Den hab nur ich gesehen, den Bug. Beziehungsweise, ich hab gedacht, es wäre einer. Anscheinend gab es tatsächlich, hat sich dieses ein Viech, was ich vergessen habe zu besiegen. Oh Gott, Hilfe. Das hat sich anscheinend irgendwo versteckt und ich habe das nicht gesehen. Hier, wo sind all die Köppe hin? Wollen wir jetzt Norddeutsch sprechen? Ach komm, das machen wir jetzt, wenn das so, ja, passt. Sie haben hier immer Mensch Ärger dich nicht gespielt. Jetzt sind hier nur noch Monster. Jo, doch schon ein Ding, du, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, warum die hier Mensch Ärger dich nicht gespielt. Ach, das sind die Köppe. Das sind die Zwerge. Dann muss ich die Norddeutsch sprechen eigentlich, ne? Du musst mir helfen. All meine Freunde wurden hier gefangen. Wer spielt jetzt Mensch Ärger dich nicht mit mir? Ja, ich kann dich ärgern und dir sagen, lass dich nicht ärgern und spiel zu Ende, oder? Lass uns diese Köppe finden. Vielleicht sind sie in den Höhlen. Okay. Aber echt, erstmal möchte ich mich hier ein kleines bisschen umgucken. Aber total süß, oder? Auf einer Insel, wo man, Mensch, ärgere dich nicht, mit Riesenfiguren spielt, würde ich gerne auch mal machen. Guck mal hier. Das gibt es tatsächlich im Urlaub öfters, ne? Da gibt es Schachspiele, wo man halt eben so ganz große Schachfiguren hat, die man dann eben so mit Ganzkörper quasi durchs Tragen bewegen muss. Das finde ich manchmal richtig geil. Ich gehe jetzt mal hier zu Alice. Also, ich bin zwar ehrlich gesagt nie dazu gekommen, das zu spielen, weil es ist leider wirklich so, wenn du diese Spiele spielen willst, diese Schachspiele mit den Riesenfiguren, da ist immer schon besetzt. Das ist wirklich mein Problem. Da ist immer besetzt. Beim letzten Urlaub, wo ich mit dem Kleinen jetzt unterwegs war, habe ich es tatsächlich geschafft, mal eine Runde Billard zu spielen. Weil die zufälligerweise die Billardtisch dann halt eben da öfters mal frei gewesen ist. Aber solche Sachen, die du im Urlaub findest, die sind fast immer schon besetzt. Ich weiß nicht wieso. Sitzen da Leute und warten regelrecht darauf, jemanden den Spaß zu verderben? Das will doch nicht jeder im genau dem Moment, wo ich es spiele, will es doch nicht jeder andere auch noch spielen, oder? Das stell ich mir immer vor, dass die Welt nur dafür da ist, um mich zu ärgern. Ist natürlich totaler Quatsch. Aber es ist halt wirklich so. In den seltensten Fällen war es in den Möglichkeiten, in denen ich es gesehen habe, war es dann auch wirklich verfügbar. Hier kann ich jetzt nicht hochspringen. Oh, da hätte ich die freikloppen können. Oh, ein Frosch! Ich fand dich gerade noch niedlich. Guck mal, ich warte, bis die einzeln zu mir kommen. Ist das eine gute Idee? Aua! Ups. Aua! Okay, ich gehe mir mal ganz kurz die Herzen wieder unten holen. Wenn die schon da liegen. Wo ist das andere? Ah, da, okay. Warte. Hätte ich die rausklopfen können? Ach, tatsächlich! Zeit für mich ärgere dich nicht, du! Jo, super, du! Finde ich eine gute Sache, du! Hey! Okay, die kleinen Viecher, die müssen mittlerweile aber wirklich mit links gehen, oder? Weg. So. Ich glaube, der Frosch ist nicht so wild, wenn du nicht nah dran gehst. Siehst du? Du musst halt immer weggehen, wenn der gerade seine Attacke da macht. Weg. Oder halt schnell angreifen. Was steht da? Ich will wissen, was da steht.
Ist es Käse oder sind das Schwämme? Das sieht ein bisschen aus wie Käse. Ich will den noch befreien. Yeah, cool. Ja, cool, nicht wahr? Alter, ganz schön viele. Mon Dieu, oh, ein französischer Norddeutscher. Es ist eine Mischung aus Schule und Mensch, ärger dich nicht, ne? So. Okay, gehen wir wieder raus. Das war jetzt relativ easy, ne? Da oben liegt noch ein Schlüssel. Das würde ich mir tatsächlich, ehrlich gesagt, in dem Spiel aber noch ein bisschen wünschen, dass der Anspruch ein bisschen steigt. Was die Rätsel angeht, weil es hieß ja irgendwie, man kann hier ein paar Rätsel lösen, glaube ich, oder so. Ah, nee, Quatsch, das war das andere Spiel. Das habe ich jetzt mit dem anderen Spiel verweckt. Ah, Hilfe! Sag mal, ich komme hier nicht weg! Hallo! Oh! Wieso jedes einzelne Mal, wenn ich sage, dass der Anspruch steigen soll, dann kommt sowas bei raus. Ich meinte nicht Anspruch im Sinne von Gegner besiegen, ich meinte Anspruch im Sinne von Rätsel lösen oder halt generell, aber die sind tatsächlich ein bisschen brutaler, die Gegner. Das sieht man daran, dass sie so glitzern. Die sind ein bisschen härter. Härter BSC oder so. Ah! Weg, weg, weg! Mann, ja, sterb doch mal schneller! Ah! Okay, alles klar, alles klar. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich glaube an mich. So. Ich glaube an mich, ich glaube an mich, ich glaube... Kommen immer mehr, kann das sein? Ist halt echt so. Guck mal, die kommen immer wieder. Du bist schuld, du blöder Frosch. War das wirklich der Frosch, der schuld war? Hätte ich mich auf den Frosch fokussieren müssen, das kann sein. Alter, oh, das gab aber viel Zeug. Also hier immer schön ausweichen. Wir schaffen das noch, ja. Also lasst euch nicht ärgern. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und gerade in solchen Situationen, wo ich jetzt gerade hier ein bisschen Schwierigkeiten hatte, die Gegner zu besiegen, da kann man natürlich auch hingehen und sagen, gut, ich gehe einfach das nächste Mal dieses Level und versuche mich erst zu aufzuleveln. Oh, warte mal, da gab es ein Secret. Ich muss da nochmal reingehen gleich. Dass man vielleicht eben später das Ganze nochmal versucht. Komme ich doch nicht, oder? Komme ich da hin? Wie kommt man da hin? Von hier aus vielleicht? Gibt es hier einen Weg, den ich nicht sehe? Hä? Da geht es doch eindeutig irgendwo hin. Ach, oder ist das... Ah, oder von der anderen Seite. Da gab es ja noch einen Weg, ne? Da gehe ich jetzt gleich mal hin. Ja, natürlich. Also ihr könntet natürlich immer wieder hingehen und sagen, gut, ich traue mich noch nicht weiter. Das ist ein Zeichen davon, dass ich wahrscheinlich noch ein bisschen zu unequipped bin. Ich sollte vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen weiter mich aufleveln oder craften. Kann man so sehen. Ich persönlich sage aber, ich probiere es einfach ein paar Mal. Ja, ist tatsächlich die Stelle gewesen, die ich gerade im Kopf hatte. Ich probiere es einfach ein paar Mal. Und klar, wenn ich nach dem 17. Mal immer noch nicht weiterkomme, dann muss ich wahrscheinlich ein bisschen was tun. So, ja, ich lasse mich nie wieder einsperren. Das sagen alle Gefangenen, alle Geiseln. Und dann passiert es halt einfach wieder, ne? So, ich glaube, wir sind durch, oder? 150? Ja, die haben wir locker. Guck mal. Nein, ich wollte nicht das Herz. Ein großes, gruseliges Schloss. Keine große Sache. Hä? Hast du nicht gerade gesagt, es ist groß und gruselig und jetzt ist es auf einmal keine große Sache? Du musst dich schon entscheiden, was du meinst. So, da ist nix. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Jo, ich geh mal rein, ne? Aber das sieht tatsächlich jetzt endlich mal ein bisschen besonderer aus, finde ich. Das macht schon ein bisschen was her, oder? Also vom Design her finde ich es jetzt gerade... Es ist ein bisschen bedrückende Stimmung. Man weiß ja nicht, was in die Schloss auf einen zukommt. Kann ja sein, dass jetzt hier gleich der richtige Punk abgeht. Was steht da? Blasswächter herausfordern. Oh, oh. Ich darf mich selbst dazu entscheiden, sie herauszufordern. Okay, die Herzen lasse ich mal übrig da. Ich loote schon mal. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, oh. Blasswächter. Ah! Okay, immer ein bisschen vorsichtig agieren. Am besten immer nur einzeln angreifen. Wenn es geht irgendwie. Sie kommen ja sehr langsam. Ist wie Zombies irgendwie. Sie kommen nur sehr, sehr langsam auf einen zu. Okay, oh, jetzt kommen die da. Oh, oh, oh.
Oh, 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 weg, weg, weg. Oh, weg, weg, weg. Na, ich treffe die nie. Die sind immer zu schnell. Wölfe, seid mal ein bisschen langsamer. Wupp. Na. So. Wieder einer weg. Wieder einer weg. Okay. Ja, wenn sie einzeln sind, ist alles super. So. Ja, die sind jetzt nicht das große Problem. Weil die greifen an und dann warten sie erstmal 5 Minuten, bis man sie besiegt hat. Okay, ich bin gestorben. Ich sag nichts mehr. So, aber eigentlich sind die nicht das Problem. Muss man einfach nur den richtigen Moment abpassen. So, guck. Jetzt kommen noch mehr. Oh Gott, warte mal, ich sollte vielleicht mal... Oh Gott, ja, ich sollte langsam wirklich mal meine Power einsetzen. Wie ihr gesehen habt, geht das auch. Sehr schön. Oh nein, ich hab das Herz... Nein, ich hab das voll umsonst geholt. Das brauchte ich gar nicht. Du bist schuld! Du Kacker. Okay, war doch gar nicht so schwer, ne? Wir hätten sogar noch 2 Herzen nicht übrig gehabt. War in Ordnung. Was? Wie bin ich hier gelandet? Der Geruch der Freiheit. Ne, das bin ich. Ich hab ein ganz tolles Parfüm drauf. Krämpfe! Okay. Ich nehme gleich mal direkt die große Truhe. So viele habe ich... Ey, jetzt habe ich aber wirklich alles gemacht. Ich bin... Doch, ich bin einmal gestorben. Stimmt. Ich habe jetzt gerade überlegt. Doch, ich bin einmal gestorben. Och, Mann. Deswegen reicht es nicht für die große Truhe. Schade. Schade, schade. Jetzt reicht es sogar noch nicht mal mehr für die mittlere. Das ist traurig. Aber wenigstens habe ich es Second Try geschafft. Und ich kann mich wieder upgraden. Das ist mein grünes Fragment. Es ist so wunderschön. Ja, es ist so wunderschön, wirklich. Wenn es nicht grün wäre, würde ich es auch nicht toll finden. Aber auch hier bleibt uns leider, was Storytechnisches angeht, alles verwehrt. Es gibt eigentlich nichts. Oh! Okay, das ist neu. Wir schaffen das. Also es gibt 5 Fragmente hier jetzt. Wurde das letztes Mal schon erwähnt und ich habe es nicht mitgekriegt? Hurra! Mensch, ärgere dich nicht, ist wieder da, du! Okay, Mensch, ärgere dich nicht, ist da. Ja, schlüsseltechnisch haben wir jetzt leider nichts. Ich würde tatsächlich jetzt mal wieder auf Leben gehen, damit ich nicht schon wieder down gehe. Jetzt versuche ich halt mal wirklich ein kleines bisschen... Okay, okay, ich komme raus. Oh, wie süß, der kommt raus, der Roboter. Wer bist du? Bist du auch sicher ein Roboter? Ich bin ein echter Roboter, ich schwöre es. Meine Programmierung ist nur ein wenig fehlerhaft. Ich habe sogar einen Roboternamen. Ich heiße H34D. Oder H34D? Sag mal, H34D klingt besser, ne? Wenn ich nur mehr Disketten mit Robotercode hätte, dann könnte ich so wie ihr alle sein. Ach, wie süß. Ach, ist der süß. Ich will ihn knuddeln. Ich will ihn knuddeln. So, können wir uns noch upgraden? Guck mal hier. Ja, guck mal hier. Mein Stachelschmerz. Guck mal, damit haben wir jetzt unsere Stärke auch erhöht. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, dass ich jetzt erstmal auf Herzen gegangen bin, weil ich kann ja jetzt hier eben auch meine Waffe nochmal verstärken und dann haben wir indirekt ja hier auch den Angriffsschaden erhöht. Indirekt. So, das nächste Level reicht es auch noch. Schauen wir es uns an. Ich habe 0 Secrets entdeckt. Alter, bin ich schlecht gewesen. Hier habe ich doch auch schon 1 verpasst, ne? Irgendwo. War das hier? Habe ich das abgeschlossen? Ah, nee, guck mal, hier habe ich es noch gar nicht gemacht. Die Sackgassen. Aber, nicht 1 Secret? Oh, das war jetzt echt traurig. Okay, das muss definitiv besser werden. Oh Gott. Nee, ernsthaft, sowas... sowas macht mich fertig. Aha. Hinter mir ist auf jeden Fall schon mal was, aber da komme ich nicht runter, oder? Hallo, Roboter. Hier soll also ein Fragment sein. Ich sehe es nicht. Dann mach die Augen auf! So. So.
Da wir jetzt dieses Level eigentlich auch die ganze Zeit schon betreten konnten, bevor wir das andere Level gemacht haben, kann es also durchaus auch sein, dass es hier vom Schwierigkeitsgrad her auch jetzt nicht deutlich schwieriger wird als das letzte. Eher einfacher, weil wir ja jetzt eigentlich schon uns geupdatet haben mit Waffe und einem Herz, ne? Welcher Weg führt zum farblosen Schloss? Das sind mir zu viele Optionen. Du musst es selbst herausfinden. Ja, dafür bin ich ja da, ne? Alles selber machen. Wahrscheinlich ist es immer der Letzte. Das habe ich gemerkt. Das ist wie beim Supermarkt an die Kasse gehen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Jedes Mal, wenn ihr euch für eine Kasse am Supermarkt entscheidet, wo ihr denkt, das wird die effizienteste sein, ist es fast immer, wirklich fast immer, ist es die schlechteste Wahl. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist irgendwie so, ich habe irgendwie das Gefühl, das machen die Kassiererinnen Absicht. Die merken das, wenn da jetzt gerade jemand kommt, der explizit darauf achtet, schnell irgendwie durchzukommen. Die achten da drauf und nur um denjenigen zu ärgern, gehen sie hin und machen absichtlich langsamer, nur damit sie merken, damit man als Person, die sich dazu entschieden hat, merkt, ups, ich habe doch eine falsche Wahl getroffen und sich dann ärgert und der Tag dann versaut ist. Nein, das machen die Kassiererinnen natürlich nicht. Keine Sorge. Alle Kassiererinnen da draußen, bitte entschuldigt, dass ich euch diese Aussage gegenüber euch treffe. Das macht ihr natürlich nicht. Ich wusste es! Das sah voll nach Secret aus! Ich wusste es! Das war voll... Das war ein Loch! Ein Loch-Secret. Cool. Geil! Ja! Endlich wieder Secret. Woo! Ja, nice. Okay. Aber das ist auch irgendwie fies, ne? Du denkst, wenn du da runter guckst, dann siehst du ja eigentlich den Abgrund. Eigentlich müsstest du davon ausgehen, dass du jetzt da stirbst, wenn du da reingehst. Ha, ich bin einfach zu gut. Ich bin schon beim Schloss? Mir gefällt es hier nicht. Aber irgendwas sagt mir, dass die Blasswächter mit meinen Fragmenten hier hingegangen sind. Holen wir sie uns zurück. Ich habe aus Versehen den richtigen Weg genommen. Ich bin voll davon ausgegangen, dass ich alle Wege gehen muss. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Ich nehme alles wieder zurück. Ich habe das Gespür. Das, was andere nicht haben. Das, was andere, wo andere scheitern an Versuchen, das habe ich. Ich stelle mich auch immer an die richtige Kasse. Ich nehme alles wieder zurück. Nein, Quatsch. Aber ich finde es gerade echt mega cool. Das ist ein bisschen motivierend, wenn man instant alles richtig gemacht hat. Ist ein bisschen, aber nur ein bisschen motivierend. Guck, jetzt demotiviert es mich wieder, weil ich verkacke. So. Hey, hatte ich nicht gerade eben noch meine Ulti aufgeladen? Wo ist die jetzt? Ohne Witz jetzt. Die hätte ich doch gerade noch aufgeladen. Ich habe sie noch gesehen. Guck mal, jetzt ist sie halb aufgeladen. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 weg, weg. Ah, ich wollte noch gerade weggehen. Weg, weg. Oh, gut. Ich muss mir gerade mein Herz wieder holen hier. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, ich sterbe gleich. So. Manchmal treffe ich nicht. So, hier hole ich mir auch nochmal ein Herz. So. Aber es macht schon Spaß. Also wirklich. Es wurde nochmal in den Kommentaren bestätigt, dass dieses Spiel... Okay, das war's schon. Okay, der Schwierigkeitsgrad war hier deutlich geringer als beim letzten Schloss. Es wurde in den Kommentaren nochmal bestätigt, dass es wirklich nicht mehr gibt in diesem Spiel als diese 5 bis 7 Stunden Spielzeit und dass man merkt, dass es halt ein Handygame ist. Aber trotzdem würde ich halt sagen, und es reicht halt nicht. Okay, gut, ich habe aber auch viel zu schnell das Level abgeschlossen. Ich habe aus Versehen den richtigen Weg. Ich hätte natürlich wieder zurückgehen können, aber ich habe gedacht, ah, komm, das dauert dann wieder. Dann wird der Part wieder 30 Minuten lang. Das wollte ich jetzt nicht. Nimm mal die mittlere auf jeden Fall. So. Gut. Das ist mein Fragment. Wir sind die Besten. Wir? Du hast ja gar nichts gemacht. Mir ist jetzt sowas nach von Tanzen. Okay, er tanzt. Ich muss auch tanzen. Weil wenn er tanzt, muss ich ja mittanzen, oder? Ihr dürft jetzt auch alle tanzen. Los, jetzt. Steht auf und tanzt. Genauso wie doof wie unser Held hier.
Ja, also es wurde in den Kommentaren nochmal bestätigt, dass es 5 bis 7 Stunden Spielzeit ist und dass es eigentlich ein schönes Spiel für zwischendurch ist und so. Aber man merkt halt deutlich, es ist ein Handy-Game. Und das sollte euch wirklich im Hinterkopf behalten. Solltet ihr euch behalten. Aber ich finde tatsächlich, es hat doch sehr viel Charme. Die Roboter-Geschichte, die sind eigentlich ziemlich sympathisch. Die Gegner sind abwechslungsreich. Tatsächlich kriegen wir immer mal wieder mit neuen Gegnern zu tun. Also selbst wenn die Frösche oder die Wölfe oder sowas einfach diese Aura haben, diese Glitzer-Aura oder dieses, ihr wisst, was ich meine, dieses Shiny, wenn man so möchte, sind es tatsächlich dann immer wieder Monster, die ein bisschen mehr Herausforderung bieten, weil man dann halt eben mehr Kraft aufwenden muss oder mehr Taktik, um sie zu besiegen. Es ist aber typisches Hack and Slay. Das bedeutet, ihr müsst jetzt nicht hingehen und irgendwelche komischen Kombos auswendig lernen, wie es halt vielleicht bei anderen Spielen der Fall ist. Das erinnert so ein bisschen an Diablo hier oder halt Hack and Slay, typische Spiele, wo du halt einfach wirklich draufkloppen musst. Und hier kannst du natürlich dann verschiedene Taktiken anwenden. Vielleicht nutze ich das nächste Mal einfach auch eine neue Waffe, um rauszufinden, ob ich vielleicht mit irgendwas anderem auch noch klarkomme. Wie ihr sehen könnt, gibt es auch noch 2 Waffen, die ich noch freischalten kann. Die habe ich ja auch noch nicht freigeschalten. All das können wir noch zusammen machen, eventuell. Ihr zeigt es mir in Form von Bewertungen und Kommentare und ich entscheide dann, ob wir noch einen 4. Part machen. Und lasst euch einfach überraschen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.